Ja, wir werden auf jeden Fall jetzt, Z-Büro kommt ja im Februar 2 raus, also 2002. Und dann werden wir da wieder ein bisschen aufbauen, aber das ist halt, ja. Die neuen PCs werden wir jetzt gleich machen. Die machen wir jetzt dann gleich. Wollte jetzt bloß gerade nochmal gucken, was mit der Software ist. $24 Millionen. Dann könnte man nochmal 14% kaufen. Das mit der Lizenz ist halt geil, ne? Tonprogramm 2D-Editoren haben die. Was haben die an Produkten? Super gute Produkte, allesamt gut oder großartig hervorragend, ne? Also kannst du jetzt nicht meckern, aber halt... Alter, schau dir mal die Gewinne an! Das ist halt 100 Jahre her, das, was da rausgekommen ist. Treadcell produziert Lion. Die sind dann, glaube ich, gewechselt, ne? Die machen jetzt mehr Handysachen, oder? Nee, Konsole machen sie. Das war die letzte Entwicklung, war Konsole. Ach, schau mal, was die da verdienen dran. 600 Millionen. What? Die forschen langsam, aber sie forschen. Ich kaufe halt ganz gerne auf. Dann spare ich mir die ganze Patentierungsarbeit und kaufe einfach nur die fertigen Firmen auf, die Patente haben. Wirst du eigentlich auch irgendwann mal auf Spiele gehen, mit Sicherheit, ja. Aber da brauchen wir definitiv bessere 3D-Leute. Da brauchen wir eigenes 3D-Entwicklerteam und so weiter. Die wir dann auf ein eigenes Spieleprojektteam laufen lassen. Aber momentan gehen wir jetzt erstmal primär auf Betriebssystem, weil da sehe ich den größten Markt drin. Ah, Unsinn Patrick ist auch in den Ruhestand gegangen. Und? War das andere? Ja, okay. Das war schon. Okay, also Einnahmen generieren sich tatsächlich noch hervorragend. Also da kann sie. Das Betriebssystem läuft wie geschnitten Brot gerade. Wettbewerbstechnisch sind wir gerade noch einmal mega am Aufsteigen. Sollte passen. 547.000 aktive Nutzer, das ist schon ordentlich. Und unser, also wir müssen das ja zusammen, wir können das ja zusammenrechnen. Wir haben jetzt zusammen fast 1 Million aktive Benutzer im Betriebssystemmarkt. Das ist fei. Das ist schon nicht schlecht. Wenn wir jetzt noch ein bisschen mehr Gas geben, ne? Nochmal, wie gesagt, wir müssen ja im Prinzip jetzt nur abwarten, bis hier Z-Audio durchgeht. Das ist schon in der Alpha-Phase. Auch 6 Follower gerade. Ach, das läuft beides gerade parallel, ne? Das ist unglücklich, ne? Ja, sollen sie mal entwickeln. Ich bin ja ganz happy drüber, wenn das dann läuft. Wir geben mal Priorität auf Z-Wir, auf das ganze Z-Wir-Gedöns. Weil das ist uns wichtiger, dass das durchläuft. Also Stabals-Team kriegt jetzt gerade mal ein bisschen Prio. Blackwing, gibt es die noch in der Firma? Schauen wir doch mal. Oh, warte mal. Müssen wir ganz kurz hier Weiterbildungen noch schnell machen. Wenn wir hier eh schon sind. So. Schauen wir mal gerade, wer ist hier noch dabei? Blackwing! Da bist du ja, Programmierteam 2. Schauen wir mal, wie schaut es bei dir aus? Alles ziemlich solide bei dir. Ist doch in 2D maximal ausgebildet, ne? Auch in Hardware, das ist schon gar nicht schlecht. Mit Reggie kommst du gut aus und mit Audrey. Mit Zappis geht er auch ganz gut, ne? Mit Castone auch. Ja, läuft so bei dir. 2 Deals habe ich. Ach, Hosting, ja. Ja, komm, machen wir mal. Hosting können wir immer machen. Unsere Server sind ja damit immer noch nicht belastet. Bei 9% ist es halt völlig, völlig tiefenentspannt. So. Tom, dankeschön für dein Follow noch. Erst den Sub und dann den Follow hinterher. Das ist sportlich. So, danke vielmals. Ach nö, wieder Schulbank drücken. Ja. Stimmt, ja, Homeschooling, genau.
Ja, wie gesagt, wir entlassen ja niemanden. Ne? Also bei uns gibt es nur den einen einzigen Weg, aus der Firma rauszukommen, ist die Pension. Ja, im besten Fall. Ansonsten sind ja alle glücklich und verdienen, was sie auch immer sie wollen. Also wir sind richtig gut. Okay, Brandschutzinspektor kommt, das soll mir recht sein. So, was haben wir hier? Fast 600.000 aktive Nutzer. So. Okay. 34. Wir könnten mal doch jetzt mal wieder bei Thread versuchen, noch was anzukaufen. Aber machen wir das so. Das ist zwar eine harte Nuss jetzt, aber da kommen wir durch. Die Fenster sind alle festgeschraubt, BR. Sicher, sicher. Und Panzerglas, kommt keiner durch. So. So. Schauen wir mal. Wer ist schon wieder in Ruhestand? Das ist unglaublich. Das ist Programmierer 1. Das Gute ist natürlich, die Leute, die wir ganz am Anfang eingestellt haben, so die allerersten, die dann, nachdem dann die ersten Namen vergeben wurden und dann haben wir ja die Teams irgendwann einfach blanko aufgefüllt, dann hat ja auch, haben wir eher, ihr habt dann mehr die Namen von den Leitern bekommen und nicht von den Angestellten der einzelnen Teams. Und das Problem war, am Anfang haben wir die Teams sehr günstig eingekauft. Das heißt, da waren sehr, sehr viele Leute dabei, die unfassbar wenig Skill hatten. Ja. Das ist dann jetzt erst so mit den Teams 3, 4 in der Reihenfolge besser geworden. Das heißt, es ist gar nicht mal schlecht, wenn jetzt die Leute in Rente gehen, weil die Teamleiter kaufen natürlich dann doppelt oder dreimal so gute Leute wieder ein. Vielleicht gibt es eine Gehaltserhöhung. Zwerg winkt die einfach so durch. Richtig, Fanbör. So macht man das. In der schönsten Firma der Welt, ja? Gehält. Das kann es nicht sein, ja? Bei uns geht es um Zufriedenheit. Glücklichen Mitarbeiter, die einfach hier arbeiten wollten. Wir sind gescheitert. Warum denn nur? Was ist denn, warum ist denn das jetzt hier brandschutztechnisch relevant geworden? Ja, willst du mich veräppeln? Warum ist denn hier jetzt kein Brandschutzding drin? Ich hab doch die letzten Brandschutzinspektionen bestanden. Ach so, weil er den nicht mitkopiert hat. Okay, das ist ärgerlich. Und hier? Da ist einer drin. Der ist auch drin. Okay, alles klar. Bin ich up to date, Freunde. Bin ich up to date, das passt. Okay, dann lass uns jetzt mal ganz kurz mit unseren letzten... Huch! Achso. Ist erster Monat, okay. Jetzt ist Januar. Jetzt müssen wir mal gerade ganz kurz schauen, wie die Verkäufe aktuell von ZOS weiterlaufen. 610.000 aktive Nutzer ist natürlich mit 38 Millionen schon ein ordentliches Brett, das wir gerade fahren. Aber es kommt der Wettbewerb jetzt langsam. Das heißt, jetzt kommt InsideOS 9 auf den Markt. Das dürfst du nicht vergessen, dass das auch ein ordentlicher Batzen ist, der da nochmal reinkommt. InsideOS sehe ich hier nicht, aber hier ist InsideOS tatsächlich, heißt das nur noch. Das ist das Neue. Das ist eigentlich das InsideOS 9, wäre das, das haben die nur umbenannt in IntOS. Und das verkauft sich natürlich krass gut, ne? Da brechen jetzt auch ein bisschen unsere Einnahmen weg. Printshop verkauft, ja, drucken wir natürlich. Jetzt können wir natürlich höchstens gucken. So, IntOS ist die neue von Tango. Tango Reality. Hat natürlich auch instant 300.000 aktive Nutzer und ist natürlich aber auch deutlich teurer. Macht auch schon ordentlich Gewinn, ey. Gut, dann heißt das, wir müssten eigentlich jetzt mal ganz kurz in den Port gehen. Das heißt, warte mal, ich probiere jetzt mal was aus. Wenn ich das nehme, das.
machen wir es mal so. Dann müsste das doch einmal durch alle durchlaufen, oder? Ne, jetzt hat er nur das. Jetzt hat er nur Z45 gemacht. Okay, dann machen wir das halt so. Muss mal halt schnell mitporten, damit unsere Software sich auch noch verkauft bei den neuen Geschichten. Porten wir einfach alles durch mit unserem Debug-Team, das sollte reichen. Aber dann sind wir jetzt, das dauert jetzt ein bisschen, bis das durch ist, und dann sind wir da aber auch noch, haben wir den Fuß in der Türe quasi. Na, dann kommt das jetzt raus. Das Werk will ZOS 1 nach Inside 9 porten. Ja, natürlich. Damit die auch mal was Gutes sehen. Ich glaube, das war tatsächlich von SideStreet damals, also von der vorherigen Entwicklersoftware von Inside, die vorherige Entwicklerfirma, die das gemacht hat, das war der Genickbruch, dass die das einfach ein Jahr zu spät rausgebracht haben. Wären die ein Jahr früher mit Inside rausgekommen, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass die es geschafft hätten, da noch ihre Firma zu retten. Die waren einfach nur zu spät dran. Die waren zu knapp am Markt. Und auch zu knapp bei Kasse, ganz klar. Blackwing verstehe ich voll und ganz. Schlaf gut. Ich hoffe, wir sehen uns morgen. Ja, das schaut irgendwie ganz krass aus hier. Aber unsere Verkäufe brechen jetzt auch weg. Das heißt, ich würde vorschlagen, wir geben jetzt bei uns mal einen neuen Preis ein. Und gehen hier auf 99 runter und lassen das für 99 einfach verkaufen. Und ZOS geht auch runter auf 49. Das kostet auch nicht mehr so viel. Dann kann man auch vielleicht noch ein bisschen was holen. Was heißt importen? Dass du eine Software von einem Betriebssystem zum Beispiel auf ein anderes rüberbringst. Dass du das für mehrere Sachen verfügbar machst. Genau, Urtok schreibt es gerade, das ist genauso. So ist das. So, warte mal, wir müssten eigentlich doch die nächste Software haben, die am Markt ist, oder? Februar 1. Nächsten Monat kommt ZWIR 6 raus. Das wird auch spannend. Ey, da gehen wir jetzt gerade aber ordentlich in die Offensive gerade, was Software angeht. Also sowas haben wir jetzt noch. So haben wir schon lange nicht mehr rausgeballert. Moritz braucht auch eine Weiterbildung, kriegt er auch noch. Den Support. Ab dafür. Also wir haben jetzt ehrlicherweise einen relativ erfolgreichen Monat oder einen relativ erfolgreichen Stream heute tatsächlich schon. Wir haben ein neues Betriebssystem, das mega gut rausgegangen ist. Jetzt mit 650.000 aktiven Nutzern nicht gerade schlecht dasteht. Also das ZOS ist hervorragend. Also es verkauft sich ja auch wirklich noch hervorragend und es läuft ja auch wirklich nicht schlecht an. Wenn die Zeit mit 40 Millionen am Konto. Ja, doch, durchaus, ne? Also muss man schon sagen, das wäre mir jetzt an sich auch lieber. Es würde mir Ruhe geben, deswegen ich zahle jetzt auch nichts mehr aufs Konto ein. Ich lasse jetzt unsere Einnahmen erstmal laufen, bis wir wieder auch ein bisschen mehr Geld haben. Also unter 20 sowieso wäre ich ein bisschen nervös. Weil ihr seht ja, wie schnell das dann weggeht, ne? Und wenn du dann eine Entwicklungsdauer von einem Jahr plus hast, dann wird das schon eng. Druckauftrag akzeptieren. Ab dafür. So. Die werden wir wieder bekommen. Sonst bin ich ganz, 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 ganz guter Dinge. Ich glaube, das klappt. Ich glaube, das klappt. Ja, wir kaufen immer noch ganz cool eigentlich. Also wir kriegen auch vor allem viele Fans dafür. Und Fans, schau mal hin, wir haben jetzt schon das nächste halbe Herz fast durch. Ja, mir wäre natürlich ganz recht, wenn wir irgendwo in dem Bereich wären, dann würde sich das Zeug halt einfach noch besser verkaufen. Aber jetzt warten wir mal, bis die Audio-Software durch ist und dann starten wir gleich das nächste OS an. Aber dann hat das auch mal, wir haben das Problem gehabt, wir haben mit uns selber sogar konkurriert. Also wir waren jetzt wirklich, tatsächlich das Problem war, wir haben auf ZOS 3 hatten wir noch so viele Nutzer drauf, die ZOS 4 noch gar nicht gekauft hatten.
Und wir hätten noch ein bisschen länger warten müssen, bis ZOS 3 nicht mehr ganz so populär ist, um dann mit dem 4er rauszukommen. Das werden wir beim 5er besser machen. Das hier, das pausiert. Das haben wir aktuell nicht aktiv, weil die Debug-Leute haben genug zu tun. Die sollen immer nur sich um eine Portierung kümmern. So, wann ist jetzt der Release? Komm schon, haus raus. Stabal, halt, spann uns nicht auf die Folter. Spann uns nicht auf die Folter, Stabal. Ich drehe komplett durch. Warte mal, haben wir die Support-Teams eigentlich schon richtig eingestellt? Ja, tatsächlich. Die Debug-Teams hängen da auch richtig drin, das passt. Stabal! Haus jetzt endlich raus! Das wäre jetzt großartig, ne? Ja, die können einfach nur in die. Die sind halt einfach zu langsam, um in die Kantine zu gehen. Hier liegen ja überall Pudding und Schnitzel rum, ne? Also, das ist ja kein Problem. Das soll Stabal gar nicht machen. Z-Büro soll ja eigentlich bei Lord CMX seinem Team laufen, ne? Aber das Problem ist, Lord CMX hat jetzt das Ding, dass er quasi in der Entwicklung keine Punkte hat. Das bedeutet, es wird jetzt ohnehin schon ein bisschen länger dauern, bis er die Entwicklung durchziehen kann, weil er die Aktionspunkte nicht hat. Um einen Review zum Beispiel zu starten. Diese Tische, das sind moderner Tisch heißen die einfach nur. Oder die hier, meinst du? Serviertische, die waren schon immer drin, glaube ich. Ich meine, die waren schon immer drin. Die hast du bei der Kantine, meine ich. Warte kurz. Nicht Kitchen, Kantine. Hier, moderner Tisch. Gibt's auch in Schwarz noch, zum Beispiel. Schon ganz stylisch aus. Ach, bekommt man mit Reward. Das kann natürlich sein, stimmt, ja. Dass hier irgendeiner dieser Rewards, den freigeschaltet hat. Kalte Schnitzel ohne Brot. Nee, BR, das ist Pudding, ja. Das ist Pudding, was wir hier rausgeben. Pudding für alles war die, quasi die, das Credo. Ein, zwei Köche mehr wären schon drin. Sollte man jetzt so langsam mal anplanen, ja. Aber jetzt, wie gesagt, für mich... Oh, Moment. Review von ZWIR6, meine Lieben. ZWIR6 ist der Nachfolger des hochangesehenen ZWIR5. Zwergsoft am Start mit ZWIR6. Und sie sind in der Branche bereits gut bekannt. Taugt es etwas? Zwergsoft hat einen gut etablierten Ruf, aber niemand kennt sie auf dem Sicherheitsmarkt. ZWIR6 war eine positive Überraschung. Wir können uns nicht mal vorstellen, wie kompliziert es hinter den Kulissen sein muss. Und es fühlt sich sehr stabil an. Es ist mit Kunst zugestopft und es ist schön anzusehen. Es wird interessant zu sehen, ob sie mit Snifferwatch 24 von Super Studio messen können. Insgesamt, sie investieren viel Arbeit in ZWIR und das zeigt sich wirklich. Wir rechnen nicht damit, dass es sich sehr gut verkaufen wird. Okay. Dann ist mir halt auch egal, ne? Jetzt schauen wir mal gerade. Wir müssen das natürlich noch in den Verkauf bringen irgendwie. Ist das jetzt hier drin? Nee, ne? Das müssen wir in den Verkauf bringen, sonst passiert da nichts. Machen wir mal 15.000 auf die Halde. Und dann gucken wir halt einfach mal, wie sich das so, was Stabal da zusammengeschraubt hat. Huch, nein, nicht Z-Büro sperren. So, und dann machen wir das jetzt wieder auf normale Geschwindigkeit. Im August 2002 kommen auch wieder zwei Sachen von uns raus. Wird auch gut. So. Wir müssen uns, glaube ich, noch porten, oder? Das muss schnell geportet werden, weil das ist gerade super wichtig, dass das auch für unsere ganzen neuen Sachen verfügbar ist. So. Okay, Z-Audio kommt da eben 2002 raus. Das ist natürlich auch ordentlich. Druckauftrag machen wir natürlich. Ey, es verkauft sich okay. 5000 Einheiten ist jetzt nicht die Wucht. Aber immerhin schon 250.000 reingeholt. Bei 7 Millionen Entwicklungskosten kann man machen. Schauen wir mal.
Ja, ist jetzt nicht überragend krass, ne? Also es ist jetzt nicht überragend krass, aber es läuft schon okay. Für ein Antivirensystem, das ist okay. Dafür, ich glaube, das wird schon werden. Wenn wir es jetzt geportet haben, wird es wahrscheinlich nochmal hochgehen. Okay, damit haben wir hier jetzt tatsächlich auch unser Ding gemacht. Die 20 Millionen haben wir bald wieder. Wir verdienen jetzt so 7 Millionen. Wenn jetzt mit der neuen Software, kann das nochmal mehr werden. 6 Millionen sollen wir da herstellen. Kein Problem, bis Dezember. Easy. Hat unser Druck wenigstens mal ordentlich was zu tun. Ist es nicht schön hier? Unser Parkplatz ist halt größer als unser Zwergtower, ne? Ach, war das MafiaCraft? Warte kurz. Riley ist gegangen, im Marketing war der. Schade, er ist in Pension. Next 3 produzieren wir doch gerade. Oder war es im Hosting? Nee. Hitche, ich wünsche dir eine wunderschöne gute Nacht. Hitche, du gehst quasi gerade zum Moment der Stunde, ja. Denn wir porten jetzt noch das Zeug. Das haben wir jetzt noch vor. Ich würde fast überlegen, ob wir jetzt nochmal hier das neue ZOS gleich in die Fortsetzung schon mal planen. Wisst ihr, wie ich meine? Swanski, schenkt einen Fritze einen Sub. Vielen lieben Dank, Swanski. Dankeschön. Hi. Dankeschön, vielmals. Vielen Dank dir. ZOS 5. Meine Lieben, ZOS 5 geht raus. So, jetzt aber. ZOS 5. Das ist eigentlich egal, weil wir brauchen dafür gar nichts. Wir müssen auch nichts vorbereiten. Also, vorgeschlagenes Ziel. Einfachheit ein bisschen weniger. Sicherheit und Anpassung. Sicherheit, Mittel, Anpassung mehr. Ich versuche jetzt mal das so zu machen, wie ich es vorher gemacht habe. Also so wäre eigentlich sogar perfekt, oder? Also es ist immer noch sehr viel Einfachheit drin, aber Sicherheit und Anpassung, das könnte gar nicht schlecht gehen eigentlich. Könnte ganz gut werden. Da haben wir zwei Entwicklerteams, die halt extrem an der Backe hocken, ne? Die hängen jetzt eh schon ein bisschen hinten dran, ne? Also die automatische Aktualisierung machen wir auf jeden Fall rein. Also das, dann müssen wir halt irgendwas anderes, was Sicherheit braucht, auch noch rausnehmen. Ja, mach mal so. Ja, so ist okay. Das ist so die Zielgruppe gerade. Passt, die Stores sind darin, das ist alles gut. Das designen wir jetzt erstmal. Wir haben ja eh gerade nichts zu designen. Ja, Entwurf ist gerade nichts drin. Hat aber weniger Features. Das macht, Tayluri, das macht überhaupt nichts, ob es weniger Features hat. Die Verbraucherreichweite mit 100 irgendwas Millionen, ich hab's gesehen, ja, Lukin, das ist mega krass, wenn wir das kriegen würden. Es macht nichts, ob du weniger Features einbaust. Manche Key-Features, wie jetzt Auto-Aktualisierung oder sowas, das hätte ich ganz gerne. Aber, es ist nicht schlimm, weniger Sachen einzubauen. Es ist, weil letztendlich, du lässt vielleicht irgendwas weg, was, haben ja alle Betriebssysteme gemacht. Die hatten früher Features drin, die heute nicht drin sind. Dafür haben sie heute wieder andere drin. Das liegt aber vielleicht auch einfach nur daran, dass die Features, die sie schon am Anfang drin hatten, jetzt durch die technischen Entwicklungen einfach immer weiter verbessert worden sind. Und jetzt aussehen, als wären sie ganz, ganz andere.
Cortana könnte man mal rausmachen. Ja, ja, oder OneDrive oder sowas, ne? Also nutzt kein Schwein. Also ich zum Beispiel, ich kenne niemanden, der OneDrive nutzt oder Cortana. Ne? Wobei, das will man ja jetzt ausbauen, habe ich gelesen. Aber gut, das, ja. Na, und solche Features fallen dann irgendwann mal wieder weg, weil man halt feststellt, das will halt wirklich keiner und kostet Unmengen an Arbeit. Und dafür nimmst du dann halt andere Sachen rein, ja, die dann halt vielleicht besser laufen. Echt? OneDrive oder Cortana? Ich nutze OneDrive. Ja gut, ist bei mir vielleicht einfach auch wieder anders, weil ich halt eine eigene NAS hier stehen habe, mit einer eigenen Cloud und deswegen die Anbindung gar nicht brauche. Vielleicht ist das deswegen so. Vielleicht kommt das wirklich daher, dass ich dann einfach sage, okay, ich nutze das lieber anders, weil ich dann halt auch einfach mehr Speicherkapazität habe und dann nicht für zahlen muss. Kann sein. Ey, das läuft hier gerade richtig tutti, du. Wie schaut's hier aus? Wie schaut's aus mit der, warte mal, nee, falsches Fenster. Wie schaut's aus mit der Software mit Zvir? Minus 6 Millionen aktuell. Aber verkauft sich gar nicht schlecht, wie das im Wettbewerb. Ja, Zvir ist halt winzig im Vergleich zu den Sniffer zum Beispiel. Oder auch zum Virusstopper. Schon krass. Schon krass, wie das läuft. Ja, das macht schon sein Geld. Es wird nicht überragend viel einbringen, aber es wird ein bisschen was bringen. Wir haben ja auch den Antivirus, der soll halt immer wieder laufen, ne? Gut, das muss jetzt auch nicht laufen, während wir jetzt gerade ein ZOS basteln. Da können wir jetzt uns vielleicht das Design vom nächsten Vir-Programm schenken. Wir sollten aber tatsächlich was haben wir? Zvir 8, glaube ich, dann? Nee, 7. 7 müssten wir als nächstes machen. Ich fange dann irgendwann an, die römischen Buchstaben gegen Zahlen auszutauschen, so ab 10 oder sowas. Weil dann wird es dann irgendwann nicht mehr schön vom Lesen her. Also ich finde das römische Zahlen sehr attraktiv bis 10, bis X quasi. Und alles, was danach kommt, das dann wieder sich zu. Das finde ich dann irgendwann einfach nur noch unangenehm zu lesen. Dann mache ich lieber dann irgendwann das ZOS 15 oder sowas, ne? Ist doch großartig. Ja, es wird ein bisschen. Das wird ein bisschen irgendwann zu umständlich. Was hast du gegen? Ja, das wäre natürlich schon kein Problem, dass man dann sagt, okay, das ist dann das 16er oder sowas, ne? Ganz klar. Aber, ich finde das angenehmer, wenn man es dann irgendwann mit Zahlen macht. Das schaut dann hübscher aus. Finde ich jetzt persönlich. Ja, das ist nur meine Meinung. So, wir lassen das immer schön weiter porten, dass halt auch der Branchenprimus hier jetzt sein Zeug bekommt. Wie gesagt, der hat uns halt jetzt auch ganz knapp überholt, ne? Wir sind halt deutlich günstiger, das muss man halt auch so sehen. Aber der hat halt einfach nochmal 955.000 aktive Nutzer. Wir machen unser Ding schon auch, wir können uns da gut behaupten. Ich hätte eigentlich gedacht, dass wir viel stärker einbrechen in dem Moment, wo das rauskommt. Aber wir haben jetzt auf 800.000 Nutzer eigentlich eine solide Fanbase. Und wenn die nächste Software rauskommt und noch besser wird, ja, weil ja auch noch bekannter dann auch, dann werden wir auf dem Markt auf irgendwann etabliert sein. Und wir hauen ja mit unserer Schmiede... Upsala, sind mit leeren Händen, okay. Ja. Sind mit unseren Leuten natürlich auch jetzt sehr, sehr schnell so eine Software rauszubringen. Also wir können jährlich ein neues Betriebssystem bauen. Theoretisch. Das kann halt kein Mensch mehr irgendwann in... so viel Server kannst du gar nicht hinstellen, ne? Ich meine, jetzt geht's doch, aber wenn du jetzt jährlich ein neues aktualisierbares System rausbringst, dann wird irgendwann der Support glühen, ja? Die Künstler. Longe Künstler könnte man schon aufbauen. Ich sehe jetzt tatsächlich eher die Designer momentan eher so in der Pflicht. Moment, das OS, so ein OS zu basteln, das dauert schon eine Zeit. Wobei, jetzt haben wir keinen Stress. Wir haben ja noch zwei Software in der Entwicklung. Da sollten wir jetzt ehrlicherweise noch keinen großen Eck draus machen.
Wir müssen aber CMX mal überlegen, ob der tatsächlich so ein krass guter Anführer für das Management-Team hier ist. Weil CMX ist sehr langsam, was die Punkte angeht. Müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht jemanden finden, der da noch einen Ticken schneller ist. Wo ist ein CMX? Er kann das technisch schon, ne? Technisch kann er das schon, aber er ist halt... Ich fühle mich isoliert. Ja, das kann mal passieren. Können wir vielleicht für das Team noch irgendjemanden finden, der besser geeignet ist? Aber wenn ich ihn jetzt tausche, dann verliert er alle Punkte, ne? Daniel, eine wunderschöne gute Nacht. Das macht nichts, in welchem Urteam er drin sitzt. Also wo Lord CMX drin sitzt, macht nichts. Solange er die Managementfähigkeit hat, geht das tatsächlich ohne weiteres. Aber es würde natürlich erklären, warum er da so extrem stark ist. Lord CMX ist seine Frau. Dinge passieren jeden Tag. So. Ja, also er ist ja natürlich in der Dienstleistung hier extrem stark vertreten und hat in der Entwicklung jetzt nicht so viel Punkte. Muss man schon auch sehen, ganz klar. Ja, wir haben jetzt genug Geld, wir können mal langsam hergehen und zum Beispiel hier... So, wir wählen jetzt mal die ganze Etage aus. Können wir auch das ganze Gebäude auswählen? Ja. Dann wähle ich alles aus. Oh ja, das hat er gemacht. Oh, Leco, oh. Ersetzen. Ey, der Rechner ist gerade... Also jetzt merkst du richtig, wie krass belastet er ist. Schön. Schönes Ding. Hat er das jetzt gemacht? Nee, ne? Da hängt letzten Endes ja... Ach nee, das habe ich schon gemacht. Das habe ich ja vorhin schon gemacht. Okay. Oh, jetzt schaut es halt nach was aus, ne? Ist Wilder in seinem Büro? Das ist doch Wilder, oder? Nee, ist Grabkin. Ah, schaut gut aus. Punchline, hast du heute gekriegt? Warte mal kurz, ich sag dir von wem. Ich hab dich nämlich, bei dir kann ich mich, glaube ich, dran erinnern. Und zwar Spiegelkammer hat dir deinen Sub geschenkt. Kannst dich sehr gerne bedanken. Ich glaube, Spiegelkammer ist auch noch da. Er freut sich bestimmt. Vielen Dank dafür. Schön. Ja. Dann kannst du jetzt Punchline, jetzt kannst du Herzen raushauen. Ohne Stress. Ja? Herzen überall. Hab's jetzt erst geschafft. Alles gut. Alles gut. Leider aber, Punchline, das ist tatsächlich so. Ja. Ist nämlich für heute Feierabend. Sorry. Es tut mir leid. Das ist halt jetzt wirklich blöd gerade. Ich war gerade im Begriff eigentlich zu sagen, ja, jetzt gehen wir mal heim, ne? Und jetzt kommt Punchlay gerade rein und sagt, ja, oh, sorry, ich bin ein bisschen spät. Ach, tut mir leid. Came from a broken home. I've seen so many people.